Tina Turner ist eine lebende Musiklegende. Mit Songs wie What's Love Got to Do With It oder The Best machte sie sich unsterblich. Wir lassen Tina Turners fast 50-jährige Karriere noch einmal Revue passieren. Mit einem schleppenden Start Ende der 70er Jahre begann ihre Solokarriere. Doch richtig Fahrt nahm sie erst Mitte der 80er auf. Nachdem Turner einen Hit in Norwegen landete und wenig später in Europa Erfolge feierte, durfte sie das Album Private Dancer aufnehmen. Mit der Single-Auskopplung What's Love Got to Do With It feierte sie dann 1984 ihren großen Durchbruch. Im folgenden Jahr wurde Tina Turner mit 3 Grammys ausgezeichnet und hatte somit den Musik-Olymp bestiegen. Von dort an war sie zum A-Promi geworden, durfte sogar im Film Mad Max Jenseits der Donnerkuppel im Jahr 1985 mitspielen. Doch sie blieb der Musik treu. Ein weiterer Meilenstein ihrer erfolgreichen Karriere war der gleichnamige Titelsong zum James-Bond-Streifen GoldenEye. Im Jahr 2018 erschien das Musical Tina, The Tina Turner Musical in London. Mittlerweile ist Tina Turner über 80 Jahre alt, hat einige Tourneen hinter sich und brachte 17 Alben heraus. Privat lebt die gebürtige US-Amerikanerin in der Schweiz. Auch die Schweizer Staatsbürgerschaft nahm sie an. Dort lebt sie seit 1994 mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach, mit dem sie auch schon einige Jahre in Köln lebte. Zuvor war Tina Turner mit dem Musiker Ike Turner verheiratet, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Laut Turner wäre die Ehe von häuslicher Gewalt und Drogen gezeichnet gewesen, weshalb sie die Scheidung einreichte. Aus einer Affäre stammte ihr erstgeborener Sohn Craig, der 2018 verstorben ist. Außerdem hat Tina Turner 2 weitere adoptierte Kinder. Eins davon ist der Halbbruder ihres Sohnes. In ihrer Autobiografie My Love Story machte Tina Turner bekannt, einen Schlaganfall erlitten und Darmkrebs gehabt zu haben. Außerdem habe sie einen Nierenschaden aufgrund einer Organspende ihres 16 Jahre jüngeren Mannes überlebt.